Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren kommentierten Gameplay-Video zu For Honor mit mir, dem Mushroom. Ja, und in diesem Video, seht ihr schon, spielen wir den Ritter auch wieder im Stoßtrupp, also als Stoßtrupp, als gut ausbalancierter Kämpfer, rennen wir in die Schlacht. Und im letzten Video habe ich euch bereits ja alles über die Klassen erzählt und über den Multiplayer, also was für Modis es gibt und was für Klassen es gibt. Und in diesem Gameplay möchte ich euch etwas über das Kampfsystem erzählen und über den Singleplayer. Ja, das Kampfsystem ist in erster Linie, ich denke mal, erstmal ein bisschen komplex, erstmal ein bisschen verwirrend, aber doch sehr intuitiv und man lernt es doch recht schnell. Und ihr seht es hier, ich kämpfe gerade gegen zwei Gegner und locke sie von dem Punkt A weg und beschäftige die zwei, so dass sie nicht einnehmen können. Und das ist recht sehr schlau, weil ihr seht es oben rechts, dass mein Team bereits 250 Punkte hat und die Gegner gerade mal einen. Und die zwei Idioten versuchen mich immer noch zu besiegen und schaffen es einfach nicht. Und dieser Schrei, den ich jedes Mal loslasse, das ist dieser Berserker-Modus. Jetzt haben sie mich erwischt. Das ist der Berserker-Modus und den füllt man auf, indem man erfolgreich blockt. Und jedes Mal, wenn ich erfolgreich geblockt habe, hat sich meine Racheleiste gefüllt und ich konnte diesen Berserker-Modus aktivieren. Dieser Berserker-Modus hilft dabei, dass man eine stärkere Abwehr hat und auch einen stärkeren Angriff. Ja, und jetzt rennen wir erst einmal zu C oder rennen wir erstmal zu A oder zu B. Ich weiß es nicht. Wir rennen erstmal zu C, weil ich da einen gesehen habe, der da hinrennt. Ja, und weiteres bei dem beim Kampfsystem, das ist ja so, dass man mit dem rechten Stick aussuchen kann, ob man von rechts angreifen kann, von links angreifen kann oder von oben angreifen kann. Jetzt werde ich ja gerade von mehreren Gegnern wieder attackiert. Total unfair. Wo ist eigentlich mein Team? Das weiß ich nicht. Egal. Und dementsprechend blockt man auch. Also greift der Gegner von rechts an, drücke ich mit dem rechten Stick nach rechts und blocke automatisch diesen Angriff. Wenn er von oben angreift, drücke ich nach oben. Wenn er von links angreift, nach links. Also recht intuitiv und man sieht eigentlich jedes Mal, von wo der Gegner angreift und es wird auch kurz angezeigt, er greift von rechts an und deswegen schnell nach rechts drücken. Ja. Und hier dieser Angriff, den der Kerl macht, das ist hier diese, um meine Abwehr zu durchdringen. Und wenn man das schafft, jetzt hat er mich auch gekillt, wenn man das schafft, kann man nochmal so einen Move machen. Jede Klasse hat so einen verschiedenen Move. Beim Ritter ist es so, dass man den Gegner dann wegkickt. Beim Wikinger ist es so, dass er ihn dann so packt und ihn dann mit ihm wegrennt und ihn dann zu Boden wirft. Und beim Samurai ist es so, dass er einem den Schwertgriff ins Gesicht rammt und dabei ist man dann ein bisschen benebelt und sieht erstmal für kurze Zeit nichts. Und in dieser Zeit kann der Gegner schön draufhauen. Das ist das erfordert sehr viel Taktik im Endeffekt. Also man darf auch nicht einfach nur so draufhauen. Weil man verliert auch Ausdauer. Hier dieser grüne Balken unter der Lebensanzeige. Zack, da seht ihr es, zack, der Kick. Und ich versuche jetzt hier die Gegner da runter zu kicken und bin selber runtergeflogen, ich Idiot. Ja, Karma is a bitch. Ihr wisst, man versucht und fällt, wer einem eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ja, was kann ich denn noch zum Kampfsystem sagen? Ich habe mir ein paar Sachen hier aufgeschrieben auf meinen weißen Zettel und ich glaube, das war's auch schon, was ich hier mir zum Kampfsystem aufgeschrieben habe. Deswegen, hier, kurzer Chat. Nice, guys, ja. Weil wir führen ziemlich gut. Ihr seht es an den Punkten. Wir haben 680 Punkte. Der Gegner liegt weit zurück. Wir haben, wie gesagt, hier im Herrschaftsmodus auch hier diese Minions. Und ich renne einfach mal hier rein und versuche hier Punkt B zu erobern. Das schaffen wir. Oh, da hat jemand eine Rauchbombe gezündet. So können wir nicht anvisieren. Und ich versuche hier ein paar Gegner wegzuschnetzeln, so dass unsere Jungs hier reinrennen können und den Punkt erobern können. Aber jetzt rushe ich erstmal durch, weil ich will meine Gegner von hinten angreifen. Ja, zum Singleplayer sage ich auch mal ein paar Worte dazu, weil der ist auch sehr geil inszeniert, wie ich gelesen habe. Weil ich habe ihn leider nicht anspielen können, das finde ich schade, aber das wird noch kommen, werden wir noch machen. Im Singleplayer ist es so, dass sich diese drei Völker, also die Ritter, die Samurai und die Wikinger bekämpfen, schon seit Jahrzehnten, glaube ich, also schon seit langer Zeit und nicht mehr wissen, warum sie überhaupt kämpfen. Und die Apollyon, das ist so eine vierte Instanz, sage ich mal, Apollyon, eine grausame Anführerin der Blackstone-Legionen, schürt diesen Twist zwischen den Völkern immer weiter an. Also wenn der Kampf, sage ich mal, schon fast zu Ende ist und die
diese drei Völker, sag ich mal, dem Frieden nahe sind, schürt. Alter, wie ich denn nicht. Jetzt hier, komm ich wieder. Komm. Nein, hat er mich doch erwischt. Ich weiß nicht warum. Ja, Apollyon schürt immer wieder diesen Hass zwischen den Völkern und facht den Krieg an, um die Herrschaft zu erlangen in dieser Parallelwelt. Ich weiß nicht warum, das werden wir hoffentlich noch erfahren. Und ja, das Ganze im Singleplayer kann man dann ein Volk auswählen. Entweder den Ritter, Samurai oder Wikinger und dann das Ganze durchspielen. Entweder alleine oder wie ich schon im Interview gesagt, im Koop-Modus entweder Splitscreen auf einem Bildschirm, auf einer Konsole. Das ist auch mega geil, hat man nicht mehr so oft irgendwie zur Zeit. Oder halt online mit einem Kumpel zusammen. Was ich auch sehr nice finde, es wird bestimmt sehr Fun machen, hier mit einem Kollegen das zu zocken. Aber ich denke, das Hauptaugenmerk liegt im Multiplayer. Wobei ich mich erstmal überraschen lassen will vom Singleplayer. Der soll ja sehr gut inszeniert worden sein. Und wird auch schon Call of Duty des Mittelalters genannt, des Schwertkampfes. Ja, das werden wir dann sehen, wenn es dann soweit ist. Ja, mittlerweile hat das gegnerische Team mega aufgeholt. Ich weiß nicht, was mit unserem Team los war. Wir haben gerade mega geschwächelt. Seht ihr das? Die haben alle drei Punkte eingenommen und sammeln gerade schön auf. Ja, da habe ich seinen Block abgewehrt. Oh, da hat er irgendwie so ein. Ihr habt es gesehen, so eine Rammattacke gemacht. Ich weiß nicht genau, wie die funktioniert. Die habe ich auch ganz kurz noch hingekriegt. Die wirst du jetzt gleich kommen. Da, seht ihr es? Irgendwie habe ich es geschafft. Ich weiß nicht wie. Zack. Ich weiß nicht, ob ich diesen Zweikampf gewinne. Hoffen wir mal. Schauen wir mal gespannt zu, Freunde. Ja, ich hab ihn besiegt und meine Ausdauer war zunichte. Ihr seht, wenn die Ausdauer zunichte ist, dann taumelt man so und ja, kann nicht mehr so richtig blocken und muss, sag ich mal, schnell flüchten. Und jetzt haben wir es wieder geschafft. Der Gegner ist wieder gebrochen. Jetzt müssen wir die Verteidiger suchen und erledigen. Einer von denen ist bereits Geschichte. Jetzt suchen wir die anderen auf und wir wissen schon, wo einer steht, oder? Nein, da steht doch keiner. Ich dachte, da steht einer. Deswegen renne ich dahin. Ich wollte einfach den Punkt einnehmen, denke ich. Um einfach ein bisschen Points zu sammeln. Aber im fertigen Spiel wird es auch Erfahrungspunkte geben. Jedes Mal, wenn man einen Gegner tötet, wird man Erfahrungspunkte bekommen. Und diese kann man dann in verschiedene Perks dann investieren. Und man findet auch verschiedene Items, die man während des Spiels dann hat. Aber wenn man stirbt, verliert man diese Sachen dann wieder. Da versucht er mich, zum Taumeln zu bringen. Das wird er auch schaffen. Das werdet ihr ja gleich sehen. Und es sieht richtig ekelhaft aus, wenn er das macht. Da. Dong, da klingelt die Glocke. Und er kann richtig schön draufhauen. Aber ihr seht es, der Samurai hat nicht viel Verteidigung. Also wenn ich einmal so ihn schön erwische, verliert er sehr viel Energie. Und ich glaube, der macht mich auch kaputt. Weil es ein ziemlich guter Kämpfer ist. Aber ich glaube, ich habe mich schon entschieden. Ich werde auf jeden Fall die Wikinger-Klasse spielen, wenn ich das Spiel spielen werde. Und ich glaube, ich werde es auch. Ja, wir werden das ganze Spiel auch auf dem Kanal zeigen, ob es jetzt nur der Multiplayer ist oder vielleicht auch der Singleplayer, das dürft ihr entscheiden, Freunde. Wenn ihr den Singleplayer sehen wollt, werde ich es natürlich sehr, sehr gerne machen für euch. Vielleicht sogar mit einem Kumpel zusammen, einer von den anderen Pixelhelden, ich weiß es nicht. Vielleicht hat einer Bock drauf, das Ganze mit mir zu zocken. Und ja, wir nähern uns langsam dem Ende. Es fehlen nur noch zwei Verteidiger. Und ich glaube, ich habe alles gesagt. Wenn mir was fehlt, Freunde, schreibt es mir in die Kommentare. Weil, ja, ich weiß auch nicht alles. Ich muss mir auch ein paar Sachen aus dem Internet zusammensuchen. Und der letzte Gegner fehlt. Der wird jetzt auch noch zerschnetzelt vom guten Lukas, den Let's Play Noob. Das ist der Spieler 4 dort hinten. Nochmal hier herzliche Grüße an Lukas. Das war's, Victory. Wir haben gewonnen. Vielen Dank, Freunde, fürs Zusehen. Das war das zweite Gameplay-Video und das letzte Gameplay-Video zu For Honor. Es hat mir mega Spaß gemacht, das Ganze zu spielen und das Ganze für euch hier nachzukommentieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in einem nächsten Video wieder. Danke! Ciao!